ehrlich zu sein. Du weißt schon, woran das liegt, oder? Ja, der Mann hat... Erzähl mir mehr über die Kleriker. Was möchtest du wissen? Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Du hast also eine Vermutung, wer es war. Ich denke, es war Oswald. Ich habe es schon geahnt. Auch wenn er so tut, als wäre er der kalanfürchtigste Mensch in Magalan, so ist doch etwas komisch an ihm. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Wenn er wirklich der Verdächtige ist, dann wird er seine gerechte Strafe erhalten. Wenn dies geschehen ist, wirst auch du das versprochene Kopfgeld erhalten. Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst, was ist dein Begehr? Wie oft willst du den Spruch noch wiederholen? Bis du begriffen hast, dass Unbefugte hier keinen Zutritt haben, bist du befugt oder was hast du hier zu suchen? Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Dann lass dich nicht aufhalten. Kalan segne deinen Pfad. Eine Sache noch zum Archiv. Erforscht ihr auch Relikte aus der alten Welt? Natürlich. Das ist auch zwingend notwendig. Wenn wir die Fehler unserer Vorfahren wiederholen, könnte dies zu einer weiteren Katastrophe führen. Das ist einer der Gründe, warum nur willensstarke Personen mit ihrer Erforschung beauftragt werden. Wer kann schon wissen, welche Seuchen diese Artefakte in sich tragen? Woran forscht ihr zurzeit? An allem, das uns unserem Ziel näher bringt. Und das bedeutet konkret? Kalans Prüfungen zu bestehen. Kalan wird nur jene aufnehmen, die rein sind. Körperliche Reinheit und geistige Reinheit zu erlangen, ist allerdings ein langwieriger Prozess. Deshalb studieren wir unter anderem die Anatomie unserer Feinde, auf dass wir sie effizienter bekämpfen können. Ein Feind, der sich dir nicht nähern kann, kann dich auch nicht verunreinigen. Geistige Reinheit erlangst du, indem du dich auf den Kern, der jeden von uns menschlich macht, konzentrierst.
Weder die Berserker noch die Outlaws werden jemals dazu in der Lage sein. Sie leben für den Moment. Wir leben für die Zukunft. Woher bekommt ihr das Forschungsmaterial? Außerhalb des Horts gibt es genügend Örtlichkeiten, die unser Interesse wecken. Meistens ist es jedoch nicht ganz ungefährlich, sich diesen zu nähern. Zunächst muss das entsprechende Gebiet befriedet werden. Sobald das getan ist, beginnen wir mit der Bergung der wertvollen Stücke und verlagern sie hierher. Braucht ihr noch Unterstützung? Nein. Für diese Aufgabe haben wir Spezialisten. Du bist woanders besser aufgehoben. Ah ja, ein Neuankömmling, wie ich sehe. Lass mich dich anschauen. Dein Gesicht verrät mir, dass du schon so manchen Kampf bestritten hast. Deine Augen verraten mir, dass du großes Potenzial hinter deiner Fassade verbirgst. Was auch immer dir widerfahren sein mag, nun bist du frei, mein Sohn. Ab jetzt wirst du den rechten Pfad des wahren Glaubens gehen. Die Kleriker hören sich alle selbst gern reden. Wir reden, weil wir die Wahrheit verkünden. Wir müssen reden. Ein Mann der Tat. Du kommst gleich zur Sache, wie es aussieht. Also gut, warum bist du hier? Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Du bist der oberste Judikator, Anführer der Kleriker. Du führst den Krieg der Kleriker in Ignadon außerhalb der Mauern des Horts. Du willst über den Krieg sprechen, ja? Du willst wissen, warum wir immer noch verweilen und unsere Kräfte sammeln, anstatt den Feind im nördlichen Converta anzugreifen? Du willst wissen, welche Strategie der oberste Feldherr der Kleriker plant, um die Alps zurück in ihr verfluchtes Eisland zu treiben? Oder bist du nur hier, um mir ins Gewissen zu reden, die Leben der Menschen hier zu schützen und die Waffen niederzulegen?
was es auch ist. Das sind Dinge, die den Judikatoren vorbehalten sind, mein Sohn. Deine Aufgabe ist es, zu vertrauen. Nur wer fest im Glauben ist, kann uns dienlich sein. Jeder, der unreines Gedankengut verbreitet, wird im Feuer dieses Berges verenden. Denk immer daran. Ich will nicht vermessen sein, Vater. Irgendetwas sagt mir, dass ich dich kenne. Dein Gesicht. Nein, du bist kein einfacher Mann. Deine Rolle könnte bedeutend sein in diesem Krieg. Also gut. Lass uns darüber sprechen. Doch vorher sagst du mir, wer du warst, bevor du den Hort betreten hast. Ich bin nur ein Mann, der seinen wahren Glauben sucht. Aber du bist unerschrocken und mutig. Kriterien, die wir hier im Hort oft vermissen. Egal, wer du gestern noch warst. Der Mann, der hier vor mir steht, hat einen gewissen Ruf, der ihm vorauseilt. Du hast großes Potenzial, das wir gut gebrauchen könnten in diesen dunklen Tagen. Also sprechen wir über den Krieg. Was willst du wissen? Ihr rüstet für eine Schlacht gegen den Konverter in Ignadon? Der Konverter muss endlich seinen Betrieb einstellen. Es ist der einzige Weg, um Ignadon zu befreien. Doch leider ist er bis unter das letzte Deck voller Maschinen und Soldaten, die uns daran hindern werden, wenn wir es versuchen. Nur mit einer gut geplanten Großoffensive werden wir erfolgreich sein. Erzähl mir von den letzten Angriffen der Alps auf den Hort. Die letzte Welle der Alps ist jetzt schon einige Monate her. Unsere Verluste waren verheerend. Judikator Johann war an vorderster Front. Sein Tod war ein Schock für uns alle. Ich bin mir sicher, wenn die Alps wüssten, wie es um uns bestellt ist, würden sie es wieder versuchen. Seitdem haben sie sich im Konverter verschanzt. Nur Gott weiß, wie viele Maschinen sich wirklich hinter seinen Toren verbergen. Der Alp-Commander im Konverter, mein direkter Gegenspieler, wartet nur darauf, dass wir den Hort verlassen. Wir müssen mehr als gut vorbereitet sein. Worauf wartet ihr noch? So wie ich das sehe, habt ihr mehr als genug Maschinen. Das mag sein, doch muss sie jemand führen. Nur Reinhold und ich sind dafür qualifiziert genug. Jedoch wird das nicht reichen. Judikator Johann fehlt uns. Sein Tod schadet uns mehr, als ich zugeben möchte. Wir brauchen einen neuen Feldherrn. Was ist mit mir? Ich glaube, das übersteigt doch wohl deine Kompetenzen, mein Sohn. Außerdem, wie steht es um deine Reinheit? Wann hast du das letzte Mal etwas Elex-haltiges konsumiert? Nun ja. Dachte ich mir. Wenn du willst, kannst du an der Schlacht teilnehmen. Doch als Soldat. Wir brauchen einen erfahrenen Feldherrn, der auf den Konsum von elexhaltigen Substanzen verzichtet. Das ist sowohl höchst unwahrscheinlich als auch... Töricht! Es ist eine Sache des Glaubens. Kein Kleriker würde einen Feldherrn akzeptieren, der nicht rein ist.
Ich werde einen reinen Feldherrn für deine Großoffensive finden. Tja, ist ja nicht so, als hätten wir es nicht schon versucht. Doch wachsen solche Experten nicht einfach so aus dem Boden. Und doch, bei uns im Hort sind zumindest schon zwei, die es können. Reinhold und ich. Warum sollte es bei den anderen Gemeinschaften nicht auch mehrere in einer Truppe geben? Berserker, Separatisten, von mir aus sogar Outlaws. Völlig egal. Nur rein muss er sein und bereit sein, sein Leben für die Menschen hier in Ignadon aufs Spiel zu setzen. Wenn du es so sagst, hört es sich noch unwahrscheinlicher an. Ich weiß. Aber wir haben keine andere Wahl. Am besten, du befragst als erstes die obersten Anführer der anderen Gemeinschaften. Vielleicht haben wir ja Glück.